So Leute, ich freue mich heute ganz besonders, eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin bei mir zu haben. Julia Hauser muss sich den meisten von euch nicht mehr vorstellen, ist Österreichs beste Triathletin über die Sprint- und Olympische Distanz, ist bei Olympia gestartet und hat wirklich ganz, ganz viele Erfolge. Julia, vielen herzlichen Dank, dass du heute da bist. Danke, Vielleicht Freunde. darf ich dir ein paar Fragen zu deiner Person jetzt noch stellen. Also mich würde interessieren, wie bist du zu Triathlon gekommen und wie lange bist du eigentlich schon Profiathlet? Also, circa 10 Jahre bin ich jetzt beim Triathlonsport dabei, komme ursprünglich eigentlich von der Leichtathletik und vom Fußball. Also, das habe ich in meinen jungen Jahren gemacht. Dann bin ich in die Sportschule in die Südstadt gekommen, als Läuferin das erste Jahr. Und das zweite Jahr in der Schule habe ich dann mit Triathlon begonnen, ein bisschen. Und nebenbei bin ich noch gelaufen, weil man sich ja in der Schule durch die Leistungen absichern muss. Ein Einfluss war wahrscheinlich die Lisa Di Berterer, die in die Südstadt gekommen ist, weil es in der Schule noch gar nicht die Sportart Triathlon gegeben hat, der Sparte. Dann auch der Tag des Sports, da habe ich eigentlich Triathlon kennengelernt am Stand. Das war recht witzig. Und mein Papa hat selber Triathlon auch gemacht. Also ich denke, das waren die Einflüsse, warum ich dann zum Triathlon gewechselt habe. Und auch sicher, weil ich als Kind im Mehrkampf gemacht habe in der Leichtathletik und Fußball gespielt habe und immer die Abwechslung hatte. Und ich denke, dadurch ist mir das Laufen halt ein bisschen zu fad worden. Und darum habe ich mir dann gedacht, okay, ich mache eine Sportart, wo ich drei Disziplinen machen kann. Perfekt. Eine Kollegin von mir hat mir erzählt, dass du in Simmering in der Gärigergasse in die Schule gegangen bist. Stimmt das? Ja, in der Unterstufe. Ja, okay. Das ist Und die Schule, dann, wo ich jetzt unterrichte. witzig. Ja. Genau, Unterstufe war ich da und dann bin ich in die Südstadt gegangen. Sehr cool. Das heißt, wenn du vom Laufen kommst, ist das vermutlich auch deine Lieblingsdisziplin beim Genau, Triathlon? ist meine Lieblingsdisziplin eigentlich und meine stärkste Disziplin. Wo sind die Schwächen? Ja, das Schwimmen. Ja. Ich mache es auch gern, aber ja, Schwimmen ist halt doch wirklich eine harte Arbeit für mich. Ist bei mir genau das Gleiche. Natürlich auf einem ganz anderen Level wie bei dir, aber bei mir ist auch das Schwimmen das Schwierigste und das Laufen das Beste. Vielleicht kannst du uns noch kurz, was sind bis jetzt deine größten Erfolge, die du gefeiert hast? Sicher mein fünfter Platz beim WTS-Rennen in Yokohama mal. Ja, Europameisterschaft 2018 in Glasgow, der siebte Platz. Ein paar Top-10-Weltcups habe ich schon. Und ja, meine zwei Olympiateilnahmen auch, obwohl die Rennen dort immer nicht gut gelaufen sind, was ich in den nächsten Jahren jetzt einfach besser machen will. Das heißt also die zukünftigen Ziele wieder Qualifikation für Olympia. Genau, Paris, also ist das nächste. Aber auch jetzt, eben ein großes Ziel ist jetzt die Europameisterschaft München. Bin jetzt eben in Graz auf Höhentrainingslager. Und ja, ist sicher ein Hauptziel heuer die Saison. Weil du München schon erwähnt hast, ich habe mich ja als Altersklassenathlet qualifiziert. Was sind denn deine Ziele bei der EM? Also ich habe jetzt echt gut trainiert in der Höhe. Ich hoffe, dass ich das einfach die Leistung jetzt dann umsetzen kann. Und wenn ich einmal von meinem Leistungsniveau ein gutes Rennen abliefer, mit dem ich halt zufrieden sein kann, ist einmal also das Leistungsziel erreicht, was ich erreichen will. Und dann ist aber sicher Top 10, was ich anstrebe. Und mal schauen, wie sich das Rennen dann entwickelt. Aber ich möchte auf jeden Fall wirklich dort in Topform dann am Start stehen und meine Leistung abrufen. Super. Hast du dir, ohne dass du es zu viel verrätst, schon eine gewisse Rennstrategie überlegt, wie du das angehst? Oder prinzipiell, also mit dem Windschattenfahren ist natürlich bei den Profis immer viel schwieriger, dass man jetzt irgendwie so Wattvorgaben gibt, aber wie gehst du prinzipiell deine Rennen an? Also bei der Schwimmstadt ist irrsinnig wichtig, dass ich da mal einen guten, schnellen Rhythmus finde, aber ich darf nicht über Pace am Anfang, sonst tue ich mir schwer, aber ich brauche mal einen guten Start, damit ich gut einen schnellen Sog erwische und eine gute Position habe. Ja, beim Radfahren, ich habe die Strecke schon jetzt gesehen, sie ist eigentlich flach kurvenreich, aber also da ist halt wichtig, dass man schon im vorderen Drittel wenigstens ist
Und ja, dann kommt es darauf an, in welcher Gruppe ich bin, aber ich werde mich eher vorne aufhalten und wahrscheinlich schon auch wieder immer wieder was übernehmen, vor allem wenn wir zu einer Gruppe hinfahren wollen. Kommt natürlich darauf an, wie ich mich gerade so jetzt dann am Rad fühle oder so, aber das sind schon so Sachen auf jeden Fall, dass ich mich im vorderen Drittel aufhalte durch die Kurven und so. Und laufen, ja, da die Strecke ist hügelig, also es geht rauf und runter. Sehr spannende Strecke. Und da ist eh, dass man das, denke ich, die ersten Runden auch kontrollierter angeht, vielleicht als gewohnt, weil das Bergauf- und Bergablaufen ja doch auch ziemlich hart werden kann dann am Ende oder was man büßen könnte. Ich werde dich auf jeden Fall vom Streckenrand ganz, ganz fest anfeuern und ich hoffe, dass das mit dem Top 10 klappt. Finde ich ganz, ganz toll. Bei uns am Kanal schauen ja auch sehr viele Mittel- und Langdistanz dazu. Du bist noch relativ jung, aber vielleicht nach deiner Sprint- und Olympischen Karriere, hast du das ein bisschen angedacht, ob vielleicht ein Wechsel auf die Langdistanz auch mal in Frage kommt bei dir? Also ich möchte mal bis zu 28 auf der Olympischen planen und dann, ob ich eine Langdistanz mache, weiß ich nicht. Halbdistanz habe ich ja schon mal gemacht, spaßhalber, das hat mir schon gefallen. Aber ob ich dann wirklich zu Langdistanz wechsle, weiß ich nicht. Das interessiert mich fast mehr, dass ich wieder zurück zum Laufen gehe und einen Marathon laufe. Marathon noch nie gelaufen? Nein, bin okay. Nicht gelaufen. Gut, was alle natürlich interessiert, wie schaut so ein normaler Tag bei Julia Hauser? Tage sind eigentlich unterschiedlich komplett, also oder häufig. Ich würde mal sagen, ein Merkmal ist, dass ich so in einem 3-1-Rhythmus bin. Also wo wir 3 Tage viel intensiv trainieren und einen lockeren Tag meistens haben. Oft ist auch meistens so, dass ich zum Beispiel in der Früh jetzt schwimme und danach gleich einen Dauerlauf habe und am Nachmittag dann Radfahren tue. Oder meistens 2 Einheiten sind halt gekoppelt, vormittags und nachmittags. Und die 3. Einheit dann eben genau umgekehrt. Kannst du so ungefähr sagen, natürlich ist das ein bisschen abhängig von welcher Phase du gerade in der Saison bist, wie viel du pro Woche trainierst, wie viele Stunden? So zwischen 25 bis Maximum so 35. Gut, wenn ich dich jetzt schon da habe, muss ich natürlich fragen, kannst du uns noch ein paar Tipps geben? Vielleicht jetzt für die Amateure, was sie machen können in ihrem Training, vielleicht im Wettkampf oder auch mit Material. Also wenn ich einen Profi da jetzt beim Interview habe, muss ich das natürlich fragen. Vielleicht ein paar einfache Tipps und Tricks. Ich denke mal, wichtig ist auch die Balance zwischen Training und Regeneration. Und vor allem, weil ja viele Age Group oder Hobbyathleten ja nebenbei arbeiten, dass das sehr wichtig ist, eben eine gute Balance zu finden. Auch eben in den unterschiedlichen Bereichen zu trainieren, denke ich, ist sehr wichtig. Und dann zum Wettkampftag selber, weil jetzt vielleicht einige in München auch starten. Ich würde mir ich mache mir selber immer so einen Zeitplan, wann ich was genau mache, vor dem Wettkampf. Und dann auch vielleicht eben während dem Wettkampf, dass man sich Punkte aufschreibt, die halt wichtig sind oder auf die man sich halt dann fokussieren will. Oder zum Beispiel einen Punkt hat, wo man dann trinkt oder sein Gel nimmt, dass man da nicht während den Rennen überlegen muss, sondern dass man weiß, okay, da versorge ich mich jetzt auch oder sich da wirklich auch die Strecke genau anschauen und sich so kleine Notizen macht, was man halt im Rennen umsetzen will. Das finde ich sehr, sehr spannend, vor allem, weil du jetzt die Ernährung ansprichst. Ich habe ja 2 Langdistanzen schon gemacht und da ist Ernährung natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Ernährst du dich beim Sprint auch? Beim Sprint, ich habe was in meiner Flasche, also Kohlenhydrate, das schon. Ich habe sicherheitshalber auch immer ein Gel eigentlich am Rad mit, aber nehme es eigentlich ganz selten. Also meistens versorge ich mich dann nur flüssig. Weil bei dir wird das also von Strecke zu Strecke unterschiedlich natürlich, aber circa so 1 Stunde oder wie lange bist du unterwegs? Genau, 1 Stunde. Ja.
Auf der Olympischen habe ich dann schon zwei Gels und die Flaschen sind auch beide eigentlich mit Kohlenhydraten gefüllt. Julia, vielen herzlichen Dank für das tolle Interview. Wir drücken dir alle die Daumen für München. Hat Danke. mich sehr, sehr gefreut, dass du dir da heute Zeit genommen hast. Danke auch, danke für die Einladung.